Heute starten wir wieder mit etwas Neuem. Und zwar dachte ich mir, nach einem Gemüseteller passt doch ein Obstteller. Der ist jetzt im Moment noch etwas leer, nicht erschrecken. Wir fangen heute mit etwas ganz Normalem an, und zwar einem Apfel. Ich zeige euch, wie ich einen ganz normalen roten Apfel häkle, samt Blätter und Stiel. Und dann folgt nach und nach das nächste Obst. Und zwar geht es wieder los mit unserem beliebten magischen Ring. Ich häkle mit der Nadelgröße 3,5, finde das eigentlich von der Größe her ganz gut für einen Apfel. 3 geht auch. Ich nehme eine ganz normale, dicke Wolle her. Wenn ihr ein feines Garn hernimmt, dann würde ich euch raten, auf jeden Fall die 3,5 oder sogar die 4er Nadel zu benutzen. So, gut, und los geht's. Also wieder der magische Ring mit 6 festen Maschen. So. Also 1, 2, 3, 4. 5 und 6. So. Vorsicht, dass sich die Wolle nicht zu sehr eindreht. Gut, dann den, ne, dann den magischen Ring zusammenziehen. Wenn ihr wollt, macht ihr in Kettmaschen weiter. Ich mache wieder in Runden weiter. Und zwar erhöhen wir von 6 festen Maschen auf 12. Bedeutet, jede Masche verdoppeln. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ups, machen wir das nochmal. 11. 12. So, Faden nochmal nachziehen, also beim magischen Ring unten, damit es richtig schön zu ist. Und so sind wir bei unseren 12 festen Maschen. Jetzt geht es weiter mit 18 festen Maschen und dazu verdoppeln wir jede zweite Masche. Also einmal normal und dann verdoppeln. 2 und 3, dann 4 normal. Dann wieder verdoppeln. 5 und 6. Dann wieder 7 normal. Dann verdoppeln. 8 und 9. 10 normal. Dann wieder verdoppeln. 11 und 12. 13 wieder normal. Dann wieder verdoppeln, 14, 15, dann 16 normal und das letzte Mal verdoppeln, dann sind wir auf unseren 18 festen Maschen. So, und mit den 18 festen Maschen machen wir nochmal eine separate Runde, bevor wir auf 24 feste Maschen hochgehen. So, ich habe jetzt die Reihe mit den 18 festen Maschen gemacht. Und jetzt gehen wir hoch auf 24 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede dritte. Also 1, 2 und verdoppeln. 3 und 4. Dann 5, 6 und verdoppeln. 7,
8, dann 9, 10 und verdoppeln. 11, 12, dann 13, 14 und verdoppeln. 15, 16, dann wieder 17, 18 und verdoppeln. 19, 20 und das letzte Mal. 21, 22 und verdoppeln. 23, 24. So, und so haben wir unsere 24 festen Maschen. Das reicht uns natürlich noch nicht und wir gehen gleich wieder weiter auf 30. Dazu jede vierte verdoppeln. So, okay. Also 1, 2, 3 und verdoppeln. 4, 5. Insgesamt machen wir das 6 Mal, so kommen wir auf die 30 festen Maschen. So, 3 und wieder verdoppeln. Sind wir bei 9 und 10. Und wieder 1, 2, 3 und verdoppeln. 4, 5. Und wieder 1, 2, 3 und verdoppeln. Sind wir bei 19, 20 festen Maschen und zweimal noch. Dann haben wir unsere 30 festen Maschen. So, 3 und verdoppeln. Und das letzte Mal. 1, 2, 3 und verdoppeln. So, gut, 30 feste Maschen. So, und einmal geht es noch hoch und zwar auf 36 feste Maschen. Bedeutet jede fünfte verdoppeln. Das machen wir dann auch wieder 6 Mal. Dann kommen wir auf unsere 36 festen Maschen. So, 3, 4 und verdoppeln, 5 und 6 und dann wieder. 2, 3, 4 und wieder verdoppeln, 5 und 6, wir bei 12 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und wieder verdoppeln. So, 5 und 6. Jetzt sind wir bei 18 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. 5 und 6 sind wir bei 24 feste Maschen und zweimal noch 1, 2, 3, 4 und verdoppeln. So, 30 feste Maschen und das letzte Mal 2, 3, 4 und verdoppeln, dann sind wir auf 36 feste Maschen. Und zwar machen wir diese nochmal dreimal. Also ich mache jetzt nochmal drei Reihen mit 36 festen Maschen. Und die drei Reihen mit den 36 festen Maschen sind jetzt fertig. Und wir gehen noch einmal hoch und zwar auf 42 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede sechste feste Masche. Also 1, 2, 3, 4, 5
Und jetzt wird die sechste verdoppelt. Eins und zwei. So. Dann nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf und wieder verdoppeln. So. Insgesamt machen wir das wieder sechsmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf und verdoppeln. So, noch dreimal. Eins, zwei, drei, vier, fünf und verdoppeln. So, noch zweimal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, und das letzte Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, sind sie 42 feste Maschen. Und bei denen bleiben wir wieder kurz und machen diese dreimal. Also jetzt folgen drei weitere Reihen mit 42 festen Maschen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn man die 42 festen Maschen noch dreimal gemacht hat. Der Apfel ist schon fast fertig. Gut, und jetzt gehen wir wieder runter auf die 36 festen Maschen. So, und zwar werden wir jetzt wieder jede siebte Masche abnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann wird abgenommen. So, und wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und die siebte wieder abnehmen. Das Ganze machen wir auch wieder sechsmal, sodass wir von den 42 Maschen auf die 36 runterkommen. So, vier, fünf, sechs. Und dann wieder abnehmen. So, noch dreimal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wieder abnehmen. So. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und wieder abnehmen. So, und noch ein letztes Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und wieder abnehmen. So, und wir sind wieder zurück auf 36 festen Maschen. Und von der machen wir noch eine separate Reihe. Die mache ich jetzt schnell wieder und dann bin ich gleich wieder da. So, die separate Reihe mit den 36 festen Maschen ist fertig. Und wir gehen wieder runter auf 30 feste Maschen. Und dazu wird jede sechste Masche abgenommen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann abnehmen. So, und gleich wieder. 1, 2, 3, 4, 5.
und wieder abnehmen. Und das Ganze machen wir auch wieder 6 Mal. So, Moment. So, jetzt hat. So kommen wir von den 36 Festmaschen eben auf unsere 30 Festmaschen. So, 5. Und wieder eine abnehmen. So. Noch 3 Mal. Zwei, drei, vier, fünf und wieder abnehmen. So, noch 2 Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder abnehmen. Und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und abnehmen. So, und so sind wir dann auf den 30 festen Maschen. Wer möchte, kann Füllwatte schon in den Apfel hineintun. Ich warte noch ein wenig und dann stopfe ich langsam aus. Und jetzt geht es von den 30 festen Maschen auf 24 runter. Und dazu nehmen wir jede fünfte Masche ab. So, 1, 2, 3, 4 und abnehmen. Das Ganze wieder 6 Mal. Zwei, drei, vier und wieder abnehmen. Und 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. So, noch 3 Mal. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. Und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. So. Gut. Und jetzt geht es von den 24 festen Maschen auf 18 Maschen runter. Und dazu nehmen wir jede vierte ab. So. 1, 2, 3 und abnehmen. Dann 1, 2, 3 und abnehmen. Das Ganze wieder 6 Mal. 1, 2, 3 und abnehmen. So, noch 3 Mal. 1, 2, 3 und abnehmen. 1, 2, 3 und nehmen und das letzte Mal 1, 2, 3 und abnehmen. So, dann sind wir auf 18 festen Maschen und ich werde den Apfel jetzt mit Füllwatte ausstopfen
Und dann machen wir nochmal eine separate Runde mit 18 festen Maschen. Jetzt gehen wir von den 18 festen Maschen auf 12 feste Maschen runter. Und zwar nehmen wir jede dritte Masche ab. Also 1, dann 2 und dann abnehmen. 3, dann wieder 4, 5, dann wieder abnehmen. 6, dann 7, 8 und dann wieder abnehmen. Bei 9 und das letzte Mal 10, 11 und abnehmen sind wir bei 12. So. Gut, 12 feste Maschen, bei denen bleiben wir wieder ganz kurz, machen eine separate Reihe und dann gehen wir auf 6 feste Maschen runter. Und wer den Apfel noch nicht ausgestopft hat, würde ich euch raten, ihn jetzt auszustopfen, weil es dann wirklich sehr, sehr eng wird. So, und jetzt geht's von den 12 festen Maschen auf 6 runter. Dazu nehmen wir jede Masche ab. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und die restlichen Maschen mache ich wieder mit Kettmaschen zu. Heißt eine auslassen, einmal eine Kettmasche, wieder eine auslassen, wieder eine Kettmasche, wieder eine auslassen und wieder eine Kettmasche. So, gut, und der Apfel ist zu. Abschneiden, Faden sichern und fertig ist der Apfel. Jetzt zeige ich euch noch, wie der Stängel geht und die Blätter. So, ich habe den Apfel jetzt vernäht und jetzt zeige ich euch, wie der Stiel geht. Und zwar steche ich einfach in der Mitte bei der oberen Seite ein, zwischen ein, zwei Maschen. Und fixiere mir den braun, also die braune Wolle, so, mit einer Masche. Und dann mache ich einfach mal 4 Luftmaschen nach oben. So. Und dann mache ich die 4 Luftmaschen, dann mache ich 4 Kettmaschen wieder nach unten. So, 1. Fest, weil es kann einen ziemlich fuchsen. So. Die Luftmaschen und dann die etwas dickere Nadel ist nicht immer so einfach. So. Ne? Der letzte mag nicht. Jetzt. Das Ganze fixiere ich da mit einer Kettmasche, wo ich mit der Wolle angefangen habe. So, okay. Faden langziehen. Abschneiden. So, gut. Vorsicht, dass ihr richtigen Faden durchzieht. Und den Stiel fixieren. So, ich vernähe ihn gleich wieder, weil dann habe ich nicht unnötige Wolle, die mir herumhängt. Und dann zeige ich euch gleich, wie die Blätter funktionieren. So, und jetzt geht es weiter mit den Blättern. Und zwar neben dem Stiel steche ich ein.
und fixiere mir wieder die grüne Wolle. So. Und jetzt mache ich einfach mal, da könnt ihr eigentlich selbst entscheiden, wie groß und wie breit ihr die Blätter macht. Ich mache immer nach Lust und Laune. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich es mit 5 Luftmaschen tue. Also wie ich es mit 5 Luftmaschen mache. Und zwar mache ich jetzt einfach mal 5 Luftmaschen. So, 1, 2, 3, 4 und 5. So, und dann gehe ich zurück. Und zwar mache ich in die erste Luftmasche eine feste Masche, gefolgt von einem halben Stäbchen. Die zweite Luftmasche. So. Dann folgen 2 ganze Stäbchen in die dritte Luftmasche. So. Dann kommt wieder ein halbes Stäbchen in die vierte Luftmasche. Und eine feste Masche in die letzte Luftmasche. So, und fixieren tue ich das Ganze wieder, indem ich unten einstich, wo ich quasi die Wolle beim ersten Mal reingetan habe und mir sie raushol. Und mit einer Kettmasche fixiere ich mir das Ganze. So, dann Faden langziehen, abschneiden. Faden durchziehen und mein Blatt ist fertig. Und das Ganze dann einfach auf der anderen Seite nochmal. Und dazu drehe ich den Apfel. So, ein bisschen schräg. Dann wieder einen Faden holen. So. Suche ich mir wieder eine schöne Stelle, wo ich rein kann. Na. Vorsicht, dass ihr die Watte nicht mit rauszieht. Na, mit der dicken Nadel ist es nicht so einfach. So. Dann den Faden durchziehen. Und dann machen wir wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wieder in die erste Luftmasche eine feste Masche. Dann in die zweite Luftmasche ein halbes Stäbchen. In die dritte Luftmasche 2 ganze Stäbchen. In die vierte Luftmasche ein halbes Stäbchen. So. Und in die letzte Luftmasche ein ganzes Stäbchen. So. Dann fixiere ich das Ganze wieder mit einer Kettmasche. So. Wollte mir der Faden abhauen, aber gerade noch geschafft. So. Deshalb schnell abschneiden und den richtigen Faden durchziehen, fixieren und das zweite Blatt ist fertig. Ich habe es jetzt etwas größer gemacht, ihr könnt es natürlich kleiner machen, was euch am besten gefällt. So, jetzt vernähe ich die schnell und dann zeige ich euch, wie der Apfel seine Form kriegt. So, der Apfel ist jetzt vernäht mit samt Blätter und Stiel. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr seine Form kriegt. Denn so würde er noch ein bisschen komisch ausschauen. Und zwar nehme ich jetzt einfach einen braunen Faden, steche in der Mitte, so ungefähr, vom Apfel rein. So, durch den Apfel durch auf die andere Seite. Vorsicht, dass ihr euch nicht piekst. So, Nadel vorsichtig rausziehen. Faden durchziehen, aber nicht ganz. Ihr braucht noch ein bisschen was zum Vernähen. So. Und dann schaue ich, dass ich so eine Art Sternform hier unten mache.
beim ersten Mal mache ich einfach so einen kleinen, wie als wenn ich so einen kleinen Strich machen würde unten in Apfel, stich wieder rein und komme auf der anderen Seite, zumindest versuche ich es, wieder raus. So, Vorsicht. Ihr müsst eine Nadel nehmen, die wirklich groß genug ist, dass ihr schön hin und her vernähen könnt. So, und dann zieht ihr den Faden durch. Vorsicht, nicht zu fest ziehen, dass ihr nicht aus Versehen den Faden wieder rauszieht. So, jetzt haben wir hier diesen Strich. So, das war jetzt einmal. Und dann macht ihr dasselbe noch einmal. Und zwar einfach ein Stückchen weiter wieder reinstechen. Ich tue in der Nähe von dem ersten Blatt hier reinstechen. Und dann wieder unten durchstechen. Schaut, dass ich seitlich vom Strich rauskomme. So, Vorsicht. Und ziehen durch. So. Vorsicht, dass er sich nicht verknotet. Und dann ziehe ich ein bisschen fester dran und ziehe den Apfel schon ein Stückchen nach unten. So. Es kann eigentlich nichts mehr passieren, dass der andere Faden rauskommt, denn er ist durch das erste Mal hin und her schon mal fixiert. Und ihr seht, dadurch, dass ich gezogen habe, wölbt sich der Apfel schon ein wenig nach unten und man kriegt diese typische Apfelform. Aber jetzt nochmal zurück zum hinteren Teil. Also den ersten Strich haben wir, jetzt mache ich einfach so einen Strich drüber. Als wenn ich ein Pluszeichen machen würde. So, wieder einstechen. Und dann schaue ich, dass ich dieses Mal beim anderen Blatt ein wenig rauskomme. So. Vorsicht. Seid immer gut vorsichtig, wenn ihr die Nadel rauszieht. So. Okay. So. Und dieses Mal zieht ihr den Faden etwas nach und dann wölbt er sich unten ein wenig rein, der Apfel. Kriegt ihr da wieder diese typische Form. So, und das Ganze machen wir noch einmal. Und zwar beim anderen Blatt. So, wieder reingehen beim Blatt. Und dann wieder unten rauskommen. So. Vorsichtig rausziehen. Manchmal geht es einfacher, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. So. Schauen, dass ihr den anderen Faden nicht mit reinbringt, dass es nicht verknotet. So. Ups. Oder das Blatt mitnimmt. So. Einfach den Faden wieder zurückziehen, Blatt rausnehmen und dann etwas nachziehen. So. Geht der Apfel wieder rein. Und unten einfach wieder über Kreuz. Es kommt schon langsam diese Sternform. Und dann wieder in die andere Richtung raus. So. Und wenn ihr rauskommt, vorsichtig, dann unten wieder ein bisschen anziehen. So. Und ihr könnt es dann so oft, wie ihr wollt, dieses Hin und Her machen. Und dann entsteht eben diese Form vom Apfel. Diese typischen Wölbungen da nach unten nach innen und dann oben nach innen. Und dann schaut es nach einem richtig schönen Apfel aus. Ihr könnt den, also die Füllwatte so drücken, dass ihr ihn entweder macht ihr ihn schön rund, wirklich. Oder dass er so kleine Dellen drin hat, wie halt echte Äpfel eben auch ausschauen. Und wenn ihr dann meint, ihr seid soweit fertig, ich mache dieses Hin und Her meistens so 4-5 Mal und dann ist gut. Und wenn ihr meint, ihr seid fertig, dann einfach wieder Faden abschneiden, Faden vernähen und dann könnt ihr den Apfel auf euren Teller tun.
So, ich habe den Apfel auch in grün gemacht mit einem feinen Garn, aber dafür mit einer größeren Nadel zwischen 4 und 4,5. Man merkt den Größenunterschied dann gleich. Und wie gesagt, farblich könnt ihr euch auch spielen, was die Blätter angehen, hell oder dunkel. Und macht große Äpfel, macht kleine Äpfel, wie es euch beliebt. So, dann ist unser erstes Obst fertig. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ein halber Apfel geht.